So. Perfekt. Ich musste mich bei jemandem kurz reinlurken. Weil wegen, ne? Freundschaft und so. So. Oh. Sorry. Weiter geht's. Nachdem wir jetzt ja die Dailies durchhaben, soweit für heute. Ja toll, jetzt habe ich hier den Glitzervogel. Machen wir den Rest weiter. Muss ich hier rein oder muss ich raus? Ich muss da vorne hin, okay. Wie kleiner Vogel. Hallo Julius. Also gut, ich erkläre euch jetzt die Route. Hört mir gut zu. Zuerst geht es in nordöstliche Richtung über diesen Hügel. Dann folgen wir der Straße eine Weile zur Exostation 4. Auf euch will ich lieber ein Auge haben, Kinder. Ihr geht vor. Wir haben übrigens auch einen Namen. Ich bin Alizée. Das ist mein Bruder Alfino. Und das ist Aidaria. Hi. Aidaria, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber auch nur irgendwie. Na egal. Alizée und Alfino gehen also vor, während wir die Nachhut bilden. Bewegt euch zügig und meidet wilde Tiere. Bis zur Exostation 4 marschieren wir durch. Ja. Ja, wir brechen auf. Ja, wir ver... Na. Wir verlieren einander nicht. Hoffe ich. Ich traue dem Julius aber nicht. Achttausendvierhundertzwölf. Oh. Naja, aber es geht voran. Wie lange bist du jetzt in der Warteschlange? Ich hab doch Zeit. Also, da Frühstück morgen. Später zur Arbeit fährt, habe ich auch Zeit. Aber ich kann tatsächlich heute doch länger machen. Ein bisschen. Nicht viel, aber tatsächlich ein bisschen. Fährt dann morgen etwas später. Ihr habt damit ja schon gerechnet. Wie gesagt, ich habe wohl weiß ich früher angefangen. Weil eigentlich, wäre ja erst später meine Zeit. Aber ich bin da bei FF14 jetzt zurzeit etwas vorsichtig. Huch. Da bitte hin. Das dauert ja meistens Ewigkeiten. Da wären wir. Unsere erste Anlaufstelle. Es sieht nicht so aus, als würden wir verfolgt werden. Gut. Das soll euer Hauptquartier sein? Nein, wir haben hier nur einen Stopp eingelegt, damit ich nach Verfolgern noch schalten kann. Ich glaube, ernsthaft, wird verfolgt. So, die 83 ruft. Nördlich dieses Bahnhofs liegt Regio Domorum, ein vorstädtisches Wohngebiet. Zumindest weiß das mal. Jetzt leben doch dort nur Besessene. Wenn wir nicht aufpassen, zerfleischen die uns. Deshalb bleiben wir von nun an schön zusammen. Keine Alleingänge, kapiert? Juhu, Stufe 83. Danke! Von hier aus geht es in nordöstliche Richtung weiter, links entlang der Schienen. Die Route ist nicht sonderlich kompliziert, aber an den vielen Besessenen vorbeizukommen, das wird schon schwieriger. Gut möglich, dass sie uns angreifen. Sie machen also auch vor Gallianen wie dir nicht halt? Leider nein. Sie unterscheiden einzig zwischen Besessenen und Nichtbesessenen. Und letztere greifen sie ausnahmslos an. Also müssen wir versuchen, möglichst unentdeckt an ihnen vorbeizukommen. Aber Gefechte werden sich wohl nicht gänzlich vermeiden lassen. Wenn es dazu kommt, kämpfst allerdings nur du. Die Kinder lassen ihre Waffen schön stecken.
Das sind meine Bedingungen und ich dulde keine Widerrede. Wenn es euch nicht passt, könnt ihr euch die Allianz bei meinem Kommandanten abschminken. Was sind das bitte für Bedingungen? Du kämpfst alleine. Mir egal, ob du auf die Fräse gehst, aber du kämpfst alleine. Mag den nicht. Wobei ich vertraue Galeanen sowieso nicht. Nee, Frotus ist nicht mehr da. Also Frotus ist jetzt gerade los zur Arbeit. Der muss spontan jetzt doch arbeiten. Der kommt... Ich sag jetzt einfach mal in 2 Stunden. In 2 bis 3 Stunden kommt er wieder. Das ist so spontan gesagt. Ich weiß nicht, wie lange er da braucht. Aber er kommt später wieder. Dafür fährt er halt morgen später zur Arbeit. Und ich kann dafür ein bisschen länger machen. Gut, den Hund kann er morgen nicht mitnehmen, aber er geht mit ihr morgen früh noch eine Runde. Weil für gewöhnlich gehen wir ja mittags, also Cleo und ich gehen meistens mittags unsere Runde. Aber das geht ja nicht, wenn ich streame. Das heißt, sie muss ja irgendwann mal ihre geistige Runde machen. Also macht Frosch das dann halt morgens und abends. Und nachmittags bleibt es dann hier, halt hier, dann lasse ich sie halt nur kurz im Garten. Dann kann ich nämlich morgen trotzdem streamen. Also ich stehe zwar trotzdem auch früh auf, um rechtzeitig in FF14 drin zu sein, aber ja, ne? Wir kriegen das schon irgendwie hin, dass ich morgen trotzdem FF14 zocken kann. Hm. Geh sofort weiter. Käse ist wichtiger. In der Regel. Ich verstehe jetzt, warum man dich als Anführerin dieser Gesellschaft gewählt hat. Julius, wir haben einen Weg gefunden, die Besessenen zu heilen. Ihr müsst sie gefangen nehmen und es würde eine Weile dauern, aber die Hoffnung ist noch nicht verloren. Ach wirklich? Ihr wollt sie doch sicher nur zu euren eigenen willenlosen Lakaien machen. Und überhaupt, sie haben die Hauptstadt verwüstet und hindern uns am Wiederaufbau unserer Heimat. Für uns sind das nicht länger Galea. Wer das anders sah und versucht hat, mit ihnen zu reden, musste mit dem Leben dafür bezahlen. Glaubt mir, Mitleid wird euch lediglich ins Unglück stürzen. Also los jetzt, weiter. Gott! Diese Galeane. Die sind echt anstrengend. Nein! Warum zieh ich dich jetzt mit? Oh, ich hasse es. Haha. Deine AOE kannst du stecken lassen. Da. Es ist sicher genug, um weiterzugehen. Los, immer den Schienen nach. Ich hätte gerne Windräder-Quellen. Ist das möglich? Ja gut, dafür brauche ich kein Tier jetzt, ne? Schade. Ihr dachtet sicher, ich wäre zu feige zum Kämpfen, was? Von wegen. Diese Monster sind Verräter und verdienen den Tod, wie ich schon sagte. Die Schienen biegen von hier aus ab, folgt ihnen weiter. Oh, ich höre was süß. So, jetzt kann ich aber ein Reitchen nehmen. Na toll. Nee, warte mal. Da fühle ich mich einfach nur langsam mit. So, ein Vogel, aber passt. Das ist verwüstet. Oh, Eisbär. Wieso ist die Person so schnell?
Ihr habt gesehen, was sie befallen hat. Wollt ihr mir immer noch erzählen, dass das heilbar ist? Wenn man zu viel Äther ausgesetzt wird, bleibt es nicht bei der Besessenheit. Der ganze Körper kann dann mutieren. Dieser Prozess lässt sich leider nicht rückgängig machen. Na also, da haben wir es ja. Ihr habt selbst gesehen, was hier los ist. Also, versprecht uns keine Wunder mehr. Ich frage mich jetzt gerade, wo hier bitte der Ätherit sein soll. Kommt man da irgendwie rein? Okay, scheinbar nicht. Kommt man da wohl erst später hin. Oder ist es unterirdisch? Überirdisch? Nee, wahrscheinlich ja unterirdisch. Jetzt ist es nicht mehr weit. Ihr habt euch an unsere Abmachung gehalten. Also will ich auch meinen Teil der Abmachung erfüllen. Oh Gott. Vielleicht liegen wir alle tot am Boden. Das ist das Tertium, ein ehemaliger Bahnhof. Jetzt dient er uns als Stützpunkt. Die Zwillinge habe ich schon vorgeschickt. Warte unten in der Treppe auf mich. Ich komme gleich nach. Aha. Theodora. Patz, patz. Da ist auf jeden Fall die Trinkt. Ein kluger Plan, sich hierher zurückzuziehen. Ja, besser als an der Oberfläche. Aber sicher auch kein Paradies. Allerdings, dass Julius den gefährlichen Weg bis zu unserem Lager auf sich genommen hat, um etwas Proviant zu stehlen, spricht dafür, dass auch hier große Not herrscht. Selbst wenn man unter der Erde vor Wind und Schnee geschützt ist, kalt ist es trotzdem. Bestimmt herrscht auch hier Mangel an Erdseim. Ruhe jetzt. Die meisten hier werden nicht besonders gut auf euch zu sprechen sein. Wir fallen besser nicht auf. Unser Kommandant befindet sich im vorderen Teil dieses Zugs. Ja, ich hätte aber trotzdem erstmal gern das Ding ist da. Okay, da können wir uns doch nicht harmonisieren. Schade. Schön wär's gewesen. Oder? Also habe ich drei ihrer Vertreter mitgebracht. Hört, hört. Dann stell uns doch bitte mal vor.
Stimme kommt mir bekannt vor. Zu Befehl. Die Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Dies ist unser Kommandant. Quintus von Cinna, Legatus der glorreichen ersten Legion. Kennen wir nicht, oder? Die erste Legion? Sie besteht also noch. Wir haben Kaiser, Hauptstadt und einen Großteil unserer Kameraden verloren. Und mein einst starker Körper ist ebenfalls nur noch ein Schatten seiner selbst. Bestehen würde ich das nicht nennen. Euch ist das aber sicher nur recht, nehme ich an. Das Leid, das ihr ertragen musstet, bringt uns keinerlei Genugtuung. Wir sind nicht in feindlichen Absichten hier. Spar mir die leeren Beteuerungen. Ich weiß gut genug, dass es zwischen Feinden kein Mitleid geben kann. Ja, Scheiße, was du. Wir haben es viel zu oft erfahren. Erst hat man uns aus unserer gepriesenen Heimat vertrieben. Und dann war uns selbst hier unser kärgliches Glück nicht vergönnt. Wir schufen die Magitek-Waffen, doch zur Abschreckung reichten sie nicht. Als der Feind uns zu überrennen drohte, mussten wir sie einsetzen. Und so sahen unsere Kaiser, erst Solus und später auch Varys, ihr Heil stets nur in der Flucht nach vorn. Ein größeres, ein stärkeres Reich sollte uns schützen. Ich kann nicht abstreiten, dass unsere Geschichte seit jeher von Konflikten gekennzeichnet ist. Und dennoch hat sich mir wiederholt gezeigt, dass hinter den Zielen eines jeden Volkes mehr steckt als bloßes Selbstinteresse. Natürlich wären wir froh, den Teloforoi gemeinsam mit eurer kampferprobten Truppe trotzen zu dürfen. Aber mehr noch als das treibt uns der Wunsch, euch zu helfen. Das glaube ich dir sogar. Doch wie hehr eure Ideale auch sein mögen, eure Anführer hätten wohl kaum ein ganzes Regiment nach Galamalt geschickt, wenn sie sich nicht einen Nutzen davon versprechen. Mal angenommen, wir nehmen euer Angebot an. Man würde sicher einen Ausgleich fordern, sobald die Gefahr gebannt ist. Wieder einmal würden die Galear ihre Freiheit verlieren. Das dritte Auge, Stolz unseres Volkes, würde verkommen zu einem Mal der Knechtschaft. Niemand wird euch eure Ehre nehmen. Wir sind hier, weil wir eine bessere Welt schaffen wollen, in der alle in Frieden leben können. Wenn mich die Freunde, die uns auf unseren Reisen begegnet sind, eines gelehrt haben, dann ist es, dass man niemals die Hoffnung aufgeben darf. Für euch mag das wie blauäugiger Unfug klingen, aber mich treibt es an. Misstraut mir, wenn ihr wollt, aber verratet mir wenigstens, was ihr euch erhofft. Der Konflikt zwischen Galemalt und Eorzea hat unendlich viel Leid gebracht. Ist es wirklich so seltsam, ihn beenden zu wollen? Was spricht dagegen, unsere Probleme gemeinsam zu bewältigen? Lasst mich euch mal was fragen, ihr Idealisten. Wenn ihr euch wirklich so sehr nach Frieden sehnt, warum habt ihr euch Galemalt dann in den Weg gestellt, als es versucht hat, die Welt zu vereinen? Weil wir nicht an eure Götter glauben? Weil wir anders aussehen als ihr? Ja, so viel anders sehe ich jetzt nicht aus, bis auf den Punkt da oben. Oder andere Ideale und Vorlieben haben. Auch wir würden niemals freiwillig das aufgeben, woran wir glauben. Und ein Frieden, der auf einem solchen Opfer aufbaut, hätte ohnehin keinen Bestand. Aus diesem Grund werden wir bis zum Schluss dafür kämpfen, unsere Freiheit und unseren Stolz zu bewahren.
Das erhoffe ich mir. Könnte er ja auch. Ich denke, unser Gespräch ist hiermit beendet. Ja, wir haben ihn jetzt gefangen genommen. Keine Angst. Es liegt mir fern, willkürlich Opfer zu fordern. Doch bis ich entschieden habe, was zu tun ist, werdet ihr bei uns bleiben. Wir werden keine Gegenwehr leisten. Doch erlaubt uns bitte, uns frei bei euch zu bewegen und mit allen zu reden. Nur zu. In eine Zelle wollte ich euch ohnehin nicht werfen, denn da werdet ihr alsbald steif gefroren. Und tot nützt ihr mir nichts. Legt ihnen die Halszwingen an. Nett. Was ist das? Nur ein Anreiz, euch von eurer besten Seite zu zeigen. Aber passt auf, Fehlverhalten könnte schmerzhafte Konsequenzen haben. Wir treten uns plötzlich in einer halben Stunde runter. Sehr gut. Nein, bei der wäre das zwecklos. Das ist schließlich niemand anderes als die Heldin Eoseas. Wenn dir auf dumme Gedanken kommt, lasst ihre Freunde leiden. Macht ihr um uns keine Sorgen. Wenn wir erstmal ein paar neue Bekanntschaften gemacht haben, sind die Dinger schnell vergessen. Diese Kinder. Euch ist der Ernst der Lage wohl nicht bewusst. In kalten Zeiten muss man erst recht ein warmes Feuer teilen. Eine wilde Schlechterin, die Träumen hinterherjagt. Das verstehe, wer will. Sorge dafür, dass sie sich ordentlich benehmen. Zu Befehl. Ich habe die Hoffnung, dass wir heute noch 84 erreichen. Hier gibt's eine Luna Dark. Luna, bist du noch da oder bist du immer noch im Lurk? Ich weiß es nicht.
Oh Gott. Schrecklich. Ich lasse euch nicht aus den Augen, wie Legatus Quintus das befohlen hat. Okay. Nein! Scheiße! Egal. Haben wir wirklich vor, mit den Leuten zu sprechen? Ja. Legatus Quintus hat es uns erlaubt. Willst du es uns verbieten? Undercover-Schar von Luna. Nee, glaube ich nicht. Ich kann ihren Zweitschar. Und dann noch den anderen Schar, den ich ja mit ihr zusammengestellt habe. Nein, sie hat einen, von dem sie mir nicht erzählt hat. Da hinten war noch eine Luna. Oh Gott, sie werden immer mehr. Die Lunas vereinen sich. Oder die böse Hälfte von... Oh. Das stünde mir nicht zu. Ihr dürft euch in der Tium frei bewegen. Aber wenn ihr versucht, sie abzuwiegeln oder sie auf eure Seite zu ziehen, werde ich angemessen reagieren. Ist gut. Wir sehen uns mal im Bahnhof um. Und keine Sorge, ohne Erlaubnis werde ich keine Magie einsetzen. Du bist frei. Geh und sprich, wenn du mit wem du willst. Und außerhalb, auch außerhalb des Bahnhofs. Aber wenn du irgendwas anstößt, das uns gefährdet, werden es deine Freunde mit ihrem Leben bezahlen. Vergiss das nicht. Und das überfliege ich jetzt einfach nur. Da das ja kein Let's Play ist, deswegen überfliege ich das für mich selber einmal. Ja, bin ich. Welche überhaupt irgendein freundliches Wort hören werden. Und hier ist wieder so ein Magitech-Radio. Und wieder zurück, Marsch. Ich nehme an, ich kann mich hier immer noch nicht harmonisieren, oder? Nope. Kann ich nicht. Da. Na da. Wie lief es bei dir? Ja, ja, so semi-gut, ne? Verstehe, bei mir war es eher nicht. Die Lage hier sieht einfach nicht gut aus. Es steht sehr schlecht um die Verwundeten. Die Kälte und die Unterernährung machen ihnen zusätzlich zu schaffen. Ich versuche zu helfen, wo es geht, auch wenn das nur heißt, ihnen gut zuzusprechen. Wirst du dich ein bisschen mit mir um sie kümmern? Ich glaube, wir können etwas bewirken, auch wenn das bloß ganz wenig ist. Jetzt auch keine Ostern. Bei ihr sieht das aber besser aus. Ich kann euch nicht mehr so gut sehen. Wer hat mir da gerade die Hand auf die Schulter gelegt? Danke, du hast ein gutes Herz. Ich hatte mich schon aufgegeben. Schließlich wäre es vielleicht besser, die Vorräte denen zu geben, die noch kämpfen könnten. Ja. Eventuell. Eventuell aber auch nicht. Hallo, Alfino. Bin ich wieder. Den Verwundeten fehlt es an allem. Ich weiß, dass es vermutlich nichts bringt, aber ich möchte noch einmal versuchen, diesen Leuten mit Gütern des Korps zu helfen. Aber nicht vor, gegen Legatus Quintus Befehl zu stellen. Aber diese Verwundeten leiden. Lass uns noch einmal mit Julius sprechen. Julius sprechen. Vielleicht hat er ja doch ein Einsehen. Geh ruhig schon mal vor. Alice und ich kommen nach, sobald ich mit dieser Frau fertig bin. Oh,
Hast du schon genug von deinem Rundgang? Rundgang, genau. Julius, wir haben gesehen, dass es überall an Nahrungsmitteln und Brennstoff fehlt. Gibt es denn keine Vorräte mehr? Ein wenig zu essen gibt es noch. Die Galear sind es gewohnt, die Vorratskammern ihrer Häuser zu füllen, bevor der Schnee zu tief wird. Wir haben alles aus den Ruinen zusammengekratzt, was wir finden konnten. Es ist nicht viel und ich habe die Ausgabe rationiert, damit das Essen so lange reicht wie möglich. Aber Brennstoff? Unsere letzten Erdseimvorräte wurden uns vor ein paar Tagen gestohlen. Wir wissen nicht von wem. Vielleicht war es jemand aus einem anderen Lager oder ein Besessener. Jedenfalls wird die Situation schnell noch schlechter werden, wenn wir die Schwachen nicht warm halten können. Wir wissen, wo man Erdseim bekommen kann. Lass uns doch bitte helfen. Damit wir in eurer Schuld stehen? Niemals. Und überhaupt, so schlimm ist es nicht. Wenn wir noch ein bisschen länger aushalten, wird sich unser Glück wenden. Ja, ein Legionär hat mir davon erzählt. Das hat man davon, wenn man mit euch, mit den Leuten sprechen lässt. Na gut, wenn ihr es ja eh schon wisst. Wir haben gesehen, wie ein Mann mit Kapuze den Besessenen Befehle erteilt. Wir sollen für die Teleforoi arbeiten. Dieser Unruhestifter ist dann in den Kaiserpalast verschwunden. Legatus Quintus sandte sofort einen Boten an die 10. Legion, der er vertraut. Er befahl, dass diese sich mit den Provinzen stationierten Legionen zusammentun und für einen Kampf gegen die Teleforoi wappnen sollen. Sobald diese Verstärkung eintrifft, können wir Galamal zurückerobern. Auch ohne eure Hilfe. Wir müssen nur noch ein bisschen länger durchhalten. Aber Julius, jedes bisschen länger, das ihr wartet, kostet Leben. Es sind deine Kameraden. Ihr Schicksal kann dich nicht kalt lassen. Nimm das Hilfangebot an. Lass uns den Erbsein beschaffen. Oh Gott. Ich werde mit Legatus Quintus sprechen. Wartet hier. Und? Was ist nun? Legatus Quintus wird seine Meinung nicht ändern. Wenn wir uns fremden Ländern helfen lassen, stellen wir unser stolzes Reich in ihre Schuld. Das sind ein paar Leben nicht wert. Es ist vielleicht etwas Brennstoff im Stadtgebiet zu holen. Wenn ihr helfen wollt, dürft ihr mit mir rausgehen und ihn bergen. Gerne. Das ist sinnvoller als alles, was wir hier drinnen tun können. Ihr seid schon seltsame Leute. Gut, dann gehen wir. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Questreihe. Sehr schön. Wir haben die 82 hinter uns gelassen. Also gut, wir gehen nach Regio Urbanissima. Das ist das Zentrum der Kaiserstadt. Zuerst durchsuchen wir das Forum Solius, ein Park nordwestlich von hier. Bleib dich bei mir, befolge meine Befehle. Keine eigenmächtigen Aktionen, verstanden? Dann los. Mappa! Einen wunderschönen guten Abend und einen wundervollen zweiten Advent wünsche ich dir.
Wie geht es dir? Ist alles gut bei dir? Quelle, die ich hier außerhalb finde. Die hole ich mir. Das ist mir jetzt gerade Wumpe. Die hole ich mir. Das ist mir jetzt gerade Wumpe. Die will ich haben. Es geht ums Prinzip. Ich habe zu wenig gefunden. Bin schon den ganzen Tag müde. Bin erst 11 Uhr heute ins Bett. So spät! Warum das denn? Was hast du so lange gemacht? Das ist doch falsch. Gut. Der Park ist ja riesig. Man hat ihn den Bürgern geschaffen, weil es vor der Stadt zu gefährlich ist. Die Kinder des Kaiserreichs sollten einen sicheren Ort haben, um zu spielen. Anderen Bürgern diente er der Erholung und dem Austausch. Der Park ist nach dem Reichsgründer Kaiser Solus benannt. Ist der größte der Stadt. Bis 8 Uhr Stream geguckt und danach Haushalt. Boah, heftig. Ich muss einmal kurz gucken. Achso, ich kann hier vielleicht einmal kurz aus dem Voice rausgehen, ne? Okay, immer noch in dem Ding drin. Wobei, ich komme da irgendwie gerade gar nicht rein. Nein! Okay, ich komme gerade nicht raus. Er lässt mich gerade nicht. Ja, Mari. In der Magitech-Maschine konnten sich in der Tat noch einiges aus Erzen befinden. Nein, die haben wir schon geplündert, direkt nach den Tankstationen. Aber vielleicht haben wir hier und da einen Tropfen übersehen. Jetzt, da uns der Erzen sogar gestohlen wird, lohnt es sich, die letzten Reste zusammenzukratzen. Also sehr genau hin, seht genau hin, wenn ihr den Park durchsucht. Oh Gott. Verstanden, wir machen uns sofort an die Arbeit. On die Arbeit, genau. Wir machen uns on die Arbeit. Da ist einmal was. Dann habe ich da hinten irgendwo was gesehen. Da. Dann wollen wir mal gucken, was die Warteschlange sagt. Also ich habe vorhin bei 3 Leuten um die 9000 gesehen und Hybrid hatte, glaube ich, vorhin 10.200 Warteschlange, oder? Waren es 10.200? Wie war 10.000?
Geht ja. Also vorhin hatte ich 3600 und habe 3 Stunden gebraucht, um reinzukommen. Ich war leicht angefressen. Auch nur leicht. Ist ja verständlich, warum alle rein wollen, ne? Ist ja nichts Neues. Seit Freitag. Hinter uns 217, glaube ich. Heftig, heftig, heftig. Wie gesagt, da hatte ich mit meinen 3600 vorhin echt noch Glück. Aber ich habe halt lange gebraucht, reinzukommen. Wie gesagt, 3 Stunden. Eineinhalb Stunden hatten wir dann Final Fantasy 3 gespielt. Das wird sich vorläufig auch nicht ändern. Nö. Das wird erstmal so bleiben. Hm? Ach, du bist es. Und, was gefunden? Wir haben alles abgesucht, aber kein Tröpfchen Erz entdeckt, Julius. Tja, etwas anderes hatte ich eigentlich auch nicht erwartet. Was ist eigentlich mit dem Teich? Du hast die ganze Zeit über darauf gestarrt. Es ist nichts von Belang. Nur ein paar Erinnerungen. Ich hatte ja früher oft mit meinen Geschwistern gespielt. Er wird mit warmem Wasser gespeist, sodass er nie zufriert. Meine Schwestern haben im Winter ihre Hände hineingesteckt, um sie zu wärmen. Natürlich haben sie sich immer nass gemacht und meine Mutter hat mit uns allen geschimpft. Werdet ihr euch noch den Tod holen, hat sie immer gesagt. Warmes Wasser, sagst du. Julius, wie wird das Wasser erwärmt? Das muss doch mit dem Erzsims geschehen. Jetzt, wo du es sagst, als Kind habe ich gesehen, wie Arbeiter eine Luke am Grund des Teichs geöffnet, einen Tank ausgetauscht haben. So schlecht gespielt hat auch, habe durch Freitag und gestern jetzt 520 Stunden. Also ich habe mittlerweile die 1000 Stunden erreicht. Ich glaube, 1017 Stunden habe ich jetzt. Aber seht nur, wie trüb das Wasser ist. Der Mechanismus für den Wasseraustausch muss beschädigt worden sein. Es dürfte nicht so leicht sein, die Luke in dem trüben Wasser zu finden. Und auch wenn es das Wasser noch warm, ist, wäre es Selbstmord, mit nassen Kleidern zurück zum Lager zu laufen. Luna, von dir redet keiner. Deine Stunden sind sowieso übertrieben. Also einfach nein. Nein, nein, nein. Es dürfte nicht so leicht sein, die Luke mit trübem Wasser zu finden. Doch wenn das Wasser noch warm ist, wäre es Selbstmord, mit nassen Kleidern zurück zum Lager zu laufen. Ja, ich weiß, das hatte ich gerade. Vielleicht müssen wir es riskieren. Ich weiß keinen anderen Weg. Was denn? Du verbringst dein halbes Leben in FF14. Du umstreitest sie ab? Das ist eine Tatsache. Es gibt einen anderen Weg. Magie. Magie. Ja, in der ersten Legion haben wir davon nicht viel zu sehen bekommen. Aber in den Provinzen habe ich oft beobachtet, wie andere Völker sie wirken. Dann fürchtest du dich nicht davor? Das ist gut. Alfino, sammle so viel Brennholz, wie du finden kannst. Ich werde es mit einem Erzfeuer anzünden. Töchchen nach. Du kannst es gerne machen, aber es ist nun mal so. Es ist eine Tatsache. Verstanden. Ich kann dich sowieso nicht aufhalten. Ich werde mich beeilen. Hey. Willst du da etwa rein? Aber sicher. Deine Leute brauchen den Erzsim. Und zwar dringend. Ich glaube nur nicht, dass es mir Spaß macht, in dieser Kälte klitschnass aus dem Wasser zu steigen. Aber es muss nun mal sein. Oder hast du etwas dagegen? Das ist die Hilfe so. Das ist schon eine Sucht. Na, bei mir wird es irgendwann auch nicht besser sein. Also, nein, ich habe nichts dagegen.
Willst du mich etwa auch aufhalten? Nö. Ich werde dir natürlich helfen, wie immer. Danke, dann geht's schneller. Weißt du, der steht da einfach nur und denkt sich so, what the fuck, warum helfen die mir? Na, glaubst du immer noch, dass es nur Show ist? Und nur weil ich von der FF Panikattacken habe, sitze und komplett durchdrehe, ist es keine Sucht. Nein! Überhaupt nicht, Luna! Wie kommen wir denn nur darauf? Das ist doch keine Sucht. Nein! Thank you.